Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farb.io. Heute will ich einfach mal einen kleinen Devlog machen, weil ich habe jetzt gerade ein neues Projekt gestartet. In dem Spiel geht es darum, dass man halt eine kleine Stadt aufbaut mit Straßen und Flüssen und Autos und Häusern und so. Also ein typisches Stadtaufbauspiel. Und ich wollte zeigen, was in der ersten Version jetzt alles schon ist. Und ich denke, ich mache da öfter mal ein paar Videos dazu, wie sich das so entwickelt. Und irgendwann wird es dann auch mal eine Version, wo ihr testen könnt, geben. Also wenn ihr das wollt, wenn ihr das mal testen wollt, dann schreibt mal in die Beschreibung, schreibt mal einen Kommentar, dass ihr das testen wollt. Ja. Also ich würde jetzt einfach mal Play drücken und zeigen, was alles jetzt schon gemacht wurde. Man kann auf jeden Fall jetzt... Also, man kann auf jeden Fall auswählen, was man bauen will. Und wählt dann das aus und kann man bauen. Das Auto hier fährt von den X-Punkten immer zu einem nächsten X-Punkt. Und, ja. Das funktioniert auf jeden Fall schon. Gut. Genau. Ja, dann gibt es schon so größere Häuser und Hotels mit Parkplätzen, die zurzeit halt nicht benutzt werden. Man könnte ein Auto oder so mal hinstellen, aber die Autos, die ich benutze, sind ein bisschen größer und ich merke gerade, dass das gerade falsch rumgefahren ist. Ja. Okay, auf jeden Fall kann man das dann auch wieder löschen, die ganze Straße. Ja. Ja, und als nächstes werde ich wahrscheinlich versuchen, dass man die Stadt, die man gebaut hat, speichern kann und wieder laden kann und automatisch lädt. Was dann noch neu, also was dann noch ich gemacht habe, dass man mit den WASD-Tasten über die Szene halt fahren kann, was alles ist, und mit Mausrad rein und raus zoomen. Ja. Und man kann halt auch, man kann jetzt eine Straße aus Wasser bauen. Und wenn man die R-Taste gedrückt hält, dann kann man Objekte drehen. Das habe ich auch gemacht. Ich baue jetzt mal eine Straße aus Wasser. Ja, sieht man jetzt nicht, weil... Das ist unter der Straße eigentlich. Ich probiere es mal, ob man es an einer anderen Ecke sieht. Aber wahrscheinlich nicht. Nee. Nee. Ja. Also das ist mein Spiel bis jetzt. Und falls ihr wirklich mal eine spielbare Version wollt, dann schreibt das auf jeden Fall rein. Oder vielleicht mache ich auch eine Abstimmung hier oben rechts. Wenn ja, dann stimmt einfach ab oder... Ja, was auch immer. Vielleicht wird dieses Spiel irgendwie fürs Handy geben. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen würde, aber hauptsächlich PC. Ja. Genau. Und ja, ich freue mich drauf, wenn das Spiel weiter ist. Und ich würde sagen, das war's mit dem kleinen Devlog. Ciao.